Hi und willkommen zum neuen Video. Heute geht es wieder um die Etsy-Einnahmen. Ich update euch ja immer über meine Online-Business-Einnahmen auch und deswegen geht es heute wieder um das Thema Etsy. Ich habe auch ganz viele Tipps und Tricks-Videos und da kommen auch noch einige, weil gerade ist die Etsy-Challenge und ich bin auch super gespannt, was das mit meinem Etsy-Shop macht, weil ich jetzt im April 20 neue Artikel hochladen möchte, um $100 Free Etsy-Ads-Bonus zu bekommen. Also da freue ich mich auch richtig drauf, auch was das in den zukünftigen Monaten macht, weil ich muss ehrlich gestehen, der März, also ich will mich gar nicht beschweren, Mats, ich habe bis auf jetzt, dass ich angefangen habe, neue Produkte zu erstellen, alles digitale Produkte, das dauert natürlich auch seine Zeit, ich bin jetzt gerade echt dran, viel länger als gedacht, teilweise 1-2 Wochen an 1-2 Produkten und ja, aber es zahlt sich hoffentlich aus, wenn es so weitergeht. Und mit 20 neuen Produkten habe ich praktisch doppelt so viele Artikel online wie aktuell und wenn sich dann jetzt das nochmal verdoppeln würde, das wäre natürlich krass. Von den 20 Artikeln, das haben mich auch schon mal welche gefragt, okay, wie viel verkaufst du da so? Ich habe jetzt gerade mal geguckt, von 20 Artikeln, die ich online hatte bisher, sind 2 nicht mehr aktiv und 3 wurden bisher noch nicht verkauft. Und die 2, die nicht aktiv sind, die habe ich auch damals nicht verkauft, deswegen habe ich sie inaktiv gelassen. Also eine Verkaufsquote von 75%, das hat man so beim T-Shirt-Business und so nicht, aber man muss natürlich auch einen richtigen Riecher haben und ja, aber ich will halt einfach Sachen erstellen, wo einfach einen Mehrwert bringen, wo cool sind und wo die Leute tatsächlich dann auch kaufen und gerne Geld für einen digitalen Download ausgeben und ja, ist ein bisschen Recherche und ich will tatsächlich auch einen zweiten Shop erstellen, mal schauen, ob ich das im April schaffe mit der Challenge, aber jetzt will ich erstmal den Shop nochmal nach oben bringen und wenn ich dann noch Zeit habe, dann nehme ich euch vielleicht mit beim anderen Shop. Vielleicht mache ich da auch physische Produkte mit Print-on-Demand-Sachen. Ich muss gucken, wie viel Zeit ich habe hier in Mexiko, um das voranzutreiben. Wir schauen einfach mal. Aber jetzt schauen wir uns erstmal die Einnahmen für den Monat März an. Also im Monat März wurden meine Artikel 2953 mal aufgerufen. Ja, immer durchgehen. Es gab so ein paar Tage, wo es ein bisschen weniger war. Bestellungen 63, das heißt gefühlt 2 am Tag. Ich hatte aber dieses Mal tatsächlich auch ein paar Tage wieder, wo gar keine Bestellung war und oft halt auch nur eine Bestellung ab und zu, aber auch dann Tage mit 6 oder 7 Bestellungen, also richtig gut. Konversionsrate sagt immer nicht so viel aus, also wie viele Besuche, wie viele Bestellungen, 2,1% und einen Umsatz von 519. Da war ich gerade eigentlich ganz happy, weil ich mir dachte, okay, die 500 € Umsatz hat es geschafft. Bevor wir gleich reinschauen, wie das jetzt so im Überblick aussieht, ist es nicht ein bisschen nach unten gegangen. Schauen wir uns noch kurz, woher die Käufer mich gefunden haben. 67% der Käufer brachte Etsy und deswegen, ja, die Gebühren, die man zahlt, das wird ja jetzt dann auch nochmal ein bisschen mehr. Aber Etsy bringt halt auch verdammt viel der Verkäufe. Also Etsy Ads, 410 Besucher, Etsy Suche, 60 Besucher, Marketing und SEO, 1500 Besucher. Also es geht auch immer nach oben. Direkter Traffic ist auch nach oben gegangen, das freut mich natürlich auch. Social Media, das ist nach unten gegangen. Pinterest, da mache ich gerade nicht so viel und deswegen, die Pins werden nicht mehr so gut angezeigt, da müsste ich mal wieder, das geht gerade auch stetig nach unten, es ist aber leider weniger. Und Etsy jetzt, ja, Klicks auf die Anzeigen 152 und Bestellungen nur 4, das ist eigentlich sehr, sehr wenig und sehr mager. Das lief im Monat März überhaupt nicht gut, da werde ich auf jeden Fall auch nochmal was dran ändern. Aber jetzt kann ich wieder mehr ausprobieren, wenn ich dann diese $100 hoffentlich habe, also 2x 50 US-Dollar pro Monat, die ich da auf jeden Fall mit ausgeben kann. Und da werde ich doch nochmal eine größere Produktpalette mit einräumen und dann schauen, ob da hoffentlich ein bisschen mehr zustande kommt wieder, weil das läuft gerade gar nicht gut. Dann hier sehen wir jetzt meinen kompletten zeitlichen Verlauf, also von August 2020, wo ich angefangen habe, im Lockdown in den Philippinen den Shop zu erstellen, bis jetzt aktuell, also hier sind wir im März, also von den Besuchen ging es auf jeden Fall nach oben, also die Besuche sind gut nach oben gegangen, nur die Bestellungen, die sind ein bisschen eingekracht, also ich war ja die letzten Monate Januar bei fast 70, im Februar bei über 70 und jetzt wieder bei 63, also es ist ein bisschen nach unten gegangen. Ja, aber wenn man sieht, wie das Jahr davor aussah, mit so 30 Bestellungen, 36 Bestellungen, 39 Bestellungen maximal, bin ich mit 60 immer noch super happy. Ich hoffe, es bleibt aber bei diesem Rahmen auch für die nächsten Monate. Aber ich denke, wenn ich die neuen Artikel hochlade, dann hoffentlich auf jeden Fall. Und insgesamt auch an Umsatz ist natürlich ein bisschen weniger dabei rumgekommen. Ich habe im letzten Monat 577 € Umsatz gemacht und diesen Monat habe ich aber die 500 wieder geknackt, 519. Das heißt, zweitbester Monat bisher. Also ich will mich jetzt nicht beschweren, bloß weil es jetzt nicht immer noch weiter nach oben geht. Also es passt und vor allem, ich habe ja keine neuen Artikel in dem Zeitraum jetzt gemacht. Das kommt jetzt erst wieder und ich freue mich richtig daran zu arbeiten und ich hoffe, dass ich da mit den Artikeln auch wieder gut in eine Zielgruppe reintriff, wo da eine Nachfrage besteht. Das weiß man natürlich immer noch vorher nicht. Viele fragen mich auch immer so, ja, es macht gar keinen Sinn, wenn du diese Produkte gar nicht zeigst, aber die Arbeit
bleibt, kann ich euch leider nicht ersparen, dass ihr eure eigenen Nischen sucht, eure eigenen Produkte kreiert, eure eigenen Sachen macht und einfach selber ein bisschen so guckt, okay, was gibt's alles. Ich werde euch da noch Tipps geben. Ich war jetzt bei dem Etsy Shopcamp dabei und da gab es auch ganz viele Nischen, wo die gesagt haben, hey, da ist die Nachfrage nach oben gegangen und nicht so viele Produkte da. Also da gibt es noch Nischen, wo man auf jeden Fall nachlegen kann, teilweise auch physische Produkte eben. Aber da kommt noch ein Video. Ich muss mir das Ganze auch nochmal aufarbeiten und alles und dann werde ich das euch auf jeden Fall auch die kommenden Wochen hier präsentieren. Und dann kommen wir noch zu der monatlichen Abrechnung im März. Also hier sehen wir nochmal alles an Zahlen, meine Verkäufe. Insgesamt 63 Verkäufe, hat insgesamt mit Umsatzsteuer 641 Euro gebracht. Die Umsatzsteuer von 100 Euro wurden abgeführt. Das heißt, mein Umsatz ist 519 Euro. Minus die Gebühren, was 94 Euro sind, sind einfach Einstellgebühren, habe ich keine. Weil ihr immer unten in der Infobox diesen Freundschaftslink nutzt, um eure Shops zu erstellen, kriege ich auch immer 40 Gratisartikel. Kann deswegen auch super viele Gratisartikel gerade einstellen und die werden auch immer erneuert. Das heißt, wenn du einen digitalen Artikel oder auch einen physischen Artikel einstellst, der wird verkauft und es kommt ein neuer rein, kostet es normalerweise wieder 20 Cent. Weil es natürlich ein neuer Artikel ist, der wieder neu verkauft werden kann. Aber das fällt jetzt bei mir immer weg. Sonst müsste das eigentlich bei jedem digitalen Artikel nochmal neu, diese 20 Cent, das geht immer weg. Auch wenn es eigentlich nur ein Artikel ist und das halt nur erneuert wird. Aber ja, Transaktionsgebühren sind 26, Bearbeitungsgebühren 43 und Umsatzsteuer auf Verkäufergebühren 25 Euro. Und dann habe ich natürlich noch mein Marketing und da sehen wir eben, ich habe vorhin gesagt, Etsy, der Umsatz war so 44 Dollar und ich habe halt 30 Dollar ausgegeben. Das ist wahrscheinlich fast Minusgeschäft für mich gewesen diesen Monat. Aber okay, heißt, ich muss da auf jeden Fall was tun und was anpassen nochmal. Da bin ich jetzt aber auch die letzten Tage, einfach weil ich ein bisschen jetzt rumgereist bin, nicht so dazugekommen. Und für die Offsite-Ads, die sich nach wie vor rentieren bei mir 36 Euro. Die Offsite-Ads, da können wir eigentlich auch nochmal reinschauen, wie das diesen Monat performt hat. Tatsächlich sind die Videos auch immer für mich gut, weil ich tatsächlich bei den Videos tatsächlich auch immer nochmal was über meinen Job lerne, weil ich da in Sachen reinschaue, die ich halt jetzt sonst auch nicht die ganze Zeit reinschaue. Deswegen gucken wir da doch mal nochmal rein. 31 Bestellungen, also knapp die Hälfte der Bestellungen kam bei mir über Offsite-Ads rein. 36 Euro habe ich dafür ausgegeben und 291 eingenommen. Also ich bin mit diesen Offsite-Ads nach wie vor mega happy. Klar, die kosten ein bisschen was, aber diesen Umsatz hätte ich halt, rechnet den mal weg, den hätte ich halt normalerweise nicht. Ich denke, das kommt auch davon, dass ich gutes SEO gemacht habe. Auch dazu, ich habe es zwar schon mal in einem Video erwähnt, aber ich will da nochmal ein extra Video drüber machen. Mit diesen SEO-Ads, und ich muss da jetzt auch endlich mal dazu kommen, mit diesen SEO-Tipps, da bin ich aber auch gerade an einem Ausprobieren von einem neuen Tool. Und ja, die Vorstellung kommt auch, sobald ich es schaffe. Insgesamt also im Monat März 2022 faktisch passiv eingenommen 360,17 Euro. Schaut gerne auf meinem Kanal vorbei, lasst ein Abo da und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht es gut. Ciao.